Hallo, hier ist euer Guru Olaf. Ich mache euch einfach mal den Guru, weil ich da Spaß dran habe. Der Mönch. Ich bin der Mönch jetzt. Glaub mir bitte kein Wort. Ich habe da gerade eine Idee und vielleicht habt ihr eine Idee, wie wir das machen können. Ihr wisst ja, ich bin, oder die mich kennen, die wissen, dass ich gerade in Bayreuth gestrandet bin, dass mein Wohnmobil stillgelegt wurde und ich es nicht mehr anmelden kann, weil die Polizei mir die Papiere weggenommen hat, sie angeblich nach Hamburg geschickt hat zur LBV, zum Landesverband Verkehr, damit es abgemeldet werden kann. Die haben mir die Abmeldung nicht bestätigt, das ist schon über eine Woche her. Anderthalb Wochen ist das schon her, ist immer noch nicht abgemeldet. Das heißt, ich kann mir auch keine Überführungskennzeichen holen. Ich habe schon überlegt, solange es nicht abgemeldet ist, kann ich ja weiterfahren. Aber ich habe mir jetzt gerade überlegt, ich habe gestern sozusagen ein Auto bekommen und jetzt habe ich mir überlegt, das Auto, mit dem kann ich auch nach Portugal zurückfahren. Wunderbar. Jetzt meinte die Aniko, dass wir mit dem Auto nicht so richtig da drin pennen können. Dass sie gerne ein Wohnmobil hätte und da habe ich mir gedacht, ach, dann kriegt das Auto, kriegt eine Anhängerkupplung. Das war übrigens nicht meine Idee, das hat gestern jemand anders gesagt. Hat mir diese Idee in den Kopf gepflanzt, kriegt eine Anhängerkupplung. Und wir nehmen Max auf den Trailer mit nach Portugal und Max stellen wir dort ins Welcome Center als Welcome Center. Max hat Welcome Center im Camp Eden. Max hat die Solarpanel drauf, kann Strom erzeugen und dort oben, wo Max gestanden hat zuletzt, da hat es dann auch Internet. Und das kann ja das Welcome Center fürs Camp Eden sein, wo die Leute sich mit dem Computer hinsetzen können mit mir zusammen dort Computern. Und ich kann dort meine Projekte weitermachen, zum Beispiel Ubocon. Und also ich habe dann auch mittlerweile ein Ladegerät für meinen Computer und ich habe ja neulich Crowdfunding gemacht für neue Batterien, die sind auch da. Habe zwei neue Batterien gekauft, so für die Solaranlage und dass ich Strom erzeugen kann. Und ja, dann kommt Max wieder zurück ins Welcome Center. Und ich wollte sehen, vielleicht habe ich die Möglichkeit, das auf den Trailer mitzunehmen. Wenn ich jetzt mit zwei Autos runterfahren würde, einmal den PKW und einmal Max, dann würde ich vielleicht 2 mal 8 Liter auf 100 Kilometer verbrauchen. Und wenn wir Max auf den Trailer ziehen, ich meine, dann hat der PKW vielleicht 10, vielleicht 12 Liter. Auf jeden Fall sparen wir dann Sprit. Und ich brauche für Max auch keine Papiere mehr, weil den stelle ich dann einfach ins Welcome Center. Fertig ab. Aber dafür brauche ich einen Trailer. Ein Trailer, wo Max drauf kann. Max hat ein zulässiges Gesamtgewicht von 2,8 Tonnen. Das heißt, der wiegt wohl so 2,5 Tonnen. Also das müsste der Trailer abkönnen. Und ich weiß noch nicht, ich habe kein Geld, um mir einen Trailer zu kaufen, aber ich würde den gerne als Spende entgegennehmen oder so. Also wenn ihr einen Trailer rumstehen habt, den ihr nicht mehr braucht, oder wenn ihr einen Trailer leihweise uns zur Verfügung stellen könnt, oder ja, irgendwie, wenn ihr was wisst, was da weiterhilft, dann sagt bitte Bescheid. Ich könnte den auch irgendwo leihen, ne? Geht sowas? Interrent hier leihen und dort abgeben oder sowas. Wenn ihr da was wisst, das würde auch gehen. Ich brauche den nur für ein paar Tage, ne? Ja. Ich meine, wir können auch einen Trailer gebrauchen dort im Camp. Ich habe ja so eine Idee, dass ich den Magnetmotor baue. Und stellt euch mal vor, wir bauen einen Magnetmotor in einen PKW und brauchen keinen Diesel oder kein Benzin mehr. Wäre auch geil, ne?
Ich glaube, der Magnetmotor sollte funktionieren, und wenn wir damit ein Auto umbauen können, mit Elektromotor und dann mit Magnetmotor angetrieben, also mit Magnetmotor, der erzeugt Strom, und der Elektromotor, der bewegt das Fahrzeug, dann können wir einen Trailer gebrauchen, um von der Werkstatt, um vielleicht Autos in die Werkstatt zu bringen und hin und her und oder zum TÜV oder sowas. Ich weiß nicht, ob die in Portugal einen TÜV haben. Oder es muss auch nicht Portugal sein. Da, wo man sowas halt vorführen kann, zum Baurat und so, wo man halt Papiere dafür kriegt, damit man offiziell wieder fahren kann. Dafür könnten wir schon einen Trailer gebrauchen. Oder um halt alte Wohnmobile zu transportieren von A nach B. Also der Trailer wird in dem Verein überschrieben. Genau, da können wir dann Wohnmobile, Wohnwegen, die nicht mehr zugelassen sind, die können wir von A nach B transportieren, um da Wohnräume zu schaffen. Genau, und dafür können wir sowas gebrauchen. Also wenn ihr da irgendeine Idee habt oder sowas spenden wollt, sagt Bescheid, schickt mir eine Message. Ich packe die E-Mail, die Kontaktdaten packe ich unten rein. Da kommt dann auch noch ein Spendenkonto dazu, wo ihr vielleicht ein paar Mark oder ein paar Stutz, je nachdem, wo ihr. Mark haben wir gar nicht mehr, ne? Euro meine ich natürlich. Die könnt ihr denn da spenden? Vielleicht können wir das dann da irgendwie was zusammensammeln und einen Trailer kaufen, gebrauchen. In diesem Sinne, tschüss mit F. Ciao.